Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit Barlor Tiris Fall, Folge Nummer 5. Und wir sind in Brill und wir haben einige Aufgaben in Brill und müssen, oh Moment, wir müssen hoch, 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 da oben hoch. Ich bin So, von den Severin, Verlassenen. der Gestank des Untodes umgibt euch, Barlow. Was ist euer Begehr? Du bist auch Untot, du riechst auch kein Stück besser. Devlin Agamant, ist es er, den ihr da in eurem Sack tragt? Ha! Ja, ich weiß, was Coleman versuchen möchte, und das möchte ich auch. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet, Barlow. Ja? Während der Frostthron schlummert, wird die Kontrolle, die der Lich King einst über die Geißel hatte, immer schwächer. Sein Einfluss auf einen Schwächling wie Devlin Agramant sollte gering genug sein, um ihn ganz auszuschalten. Sprecht mit Schattenpriesterin Malia im Haus auf der östlichen Seite der Stadt. Sie wird euch dabei Unsere helfen. Zeit wird kommen. Gut, dann machen wir das mit der Malia. So. Hoffentlich ist das wichtig. Was jetzt? Malia. Seid ihr bereit, mit der Prozedur zu beginnen? Ja, ich Fürchtet bin die bereit. Liebe. Nun gut, folgt mir. Es ist an der Zeit, wir sollten beginnen. Devlin Agamant, hört meine Stimme. Eure sterblichen Überreste wurden hier an dem Ort eurer Kindheit versammelt. Widersetzt euch dem Willen des Lichkönigs Devlin, kommt zu uns. Was geschieht hier? Was? Ich bin daheim? Ihr habt da was? Was habt ihr hier zu suchen? Warum habt ihr mein Heim betreten? Mutter, Vater, Thurman, wo seid ihr? Kommt und helft mir. Nein, ich erinnere mich, meine Familie ist tot, genau wie ich. Und meine Seele gehört der Geißel. Schatten von Agamant, sterbt, ihr Narren. Piu-piu. Prozedur abgeschlossen. Und nun? Woanders hin, okay. Bereit zur Abgabe. Oh, wie schade. Vielleicht ist die Herrschaft der Geißel über Devlins Geist doch zu stark geblieben. Oder vielleicht waren unsere Methoden nicht stark genug. Es ist auch möglich, dass Devlin einfach nur zu einfältig war, um zu begreifen, was wir von ihm wollten. Ihr habt so viel für uns hier getan, Barlow, doch Männer von eurem Kaliber werden anderswo benötigt. Im Osten liegt das Bollwerk, eine verstärkte Barrikade gegen die Verheerer der Pestländer. Das Bollwerk schützt uns vor dem Einmarsch der Geißel und ermöglicht uns eine Zuflucht, in der wir unsere Streitkräfte hier in Tirisfal aufbauen können. Geht und sprecht mit Hochexekutor Derrington. Er ist ein Verbündeter und wird zweifellos jede Hilfe, die ihr ihm anbieten könnt, zu schätzen wissen. Die dunkle Fürstin schätzt sehr Gut, frisch. ich will mal gerade was gucken. Tieresfall. Ich sehe halt keine. Ich habe gedacht, ich könnte irgendwie in dem Questlog erkennen, wie viele Quests ich hier in diesem Gebiet noch machen kann, Schrägstrich muss, wie auch immer. Denn einige Quests führen mich natürlich jetzt bald raus, aber die hier sollten das noch nicht tun, ne? Nee. Das ist alles noch Tieresfall. Aber da unten ist halt eine, die in den Silberwald führt. Die kann ich auch mal kurz ausblenden. Die interessiert uns im Moment noch nicht. Wird vielleicht unsere nächste Zone, aber mal gucken. Im Moment haben wir noch Tirisfal. Es ist ganz interessant, dass ich schon über ein Gold an Questbelohnungen habe. War das früher auch so viel? Nee, ne? Also im Low-Level-Bereich ist halt ein Gold viel gewesen. So. Was ist?
Linnea, Magistrat Severin will einen Bericht. Nun gut, die Verteidiger auf dem Bollwerk halten den Großteil der Geißel in Schacht, aber gelegentlich schlüpfen ein paar durch. Wir haben sporadisch Aktivitäten der Geißel östlich dieses Postens gesichtet und diese häufen sich um Balniers Bauernhof. Begrüßt den Schatten. Das war's? Gut. Hallo? Gretchen. Es ist so kalt, die Seuche des Untodes kriecht durch meine Adern wie eine eisige Schlange. Ich werde bald den hirnlosen Zustand erreichen. Oh, nicht nur du. Doch auch ein besiegeltes Schicksal wird mich nicht davon abhalten, unserer dunklen Fürstin zu dienen. Als der Ruf ertönte, nähte ich Leichensäcke für die gefallenen Soldaten von Silvanas mächtiger Armee. Jetzt zittern meine Hände vor lauter Kälte. Wenn ihr mir 5 Nachtsaugerpelze bringen würdet, könnte ich mir eine Decke nähen. Helft mir, Barlo, auf dass ich der Sache weiter dienen kann. Tschüss. Tschüss. 5 Nachtsaugerpelze. Dann besorgen wir doch mal 5 Nachtsaugerpelze. So. Und vor allen Dingen können wir noch Lederfetzen mit organisieren. Und Kräuter. Wahnsinn. So. Ein weiterer Nachtsaugerpelz. Und gute Kräuter nehmen wir mit. Auch wenn sie von einem altersschwachen Schattenhund bewacht werden. Was aber nicht schlimm ist, denn der altersschwache Schattenhund wird uns Leder geben, nehme ich an. Dachte ich. Gibt uns doch nichts. Vermutlich, weil das ein Dämon ist, oder? Aber war... Ach nee. Ich habe gerade gedacht, wir wären Stufe 15, aber wir sind Stufe 14. Zähmen müssen wir im Moment nicht hier auf dem Dings haben. Das brauchen wir so selten. So, dann fahren wir zurück und geben die Pelze ab, damit es dem toten, untoten Fräulein warm wird. Ums Herz. Und wer seid ihr? Ich bin der, den du eben beauftragt hast. Ich habe 5 Nachtsaugerpelze. Ich weiß eure Mühen zu schätzen, Barlo. Möge Silvanas eure Tapferkeit eines Tages anerkennen. Wie, jetzt gibst du mir eine Quest, weil ich der anderen Pelze gebracht hat? Kehrt jetzt zum Magistrat Severin mit den Informationen zurück, die ich euch gegeben habe. Er wird sie so schnell wie möglich haben wollen, also sputet euch. Also doch wieder zurück. Gut. Können wir natürlich machen. Haben wir hier irgendwas Vernünftiges an Gier? Nein. Und die Beine auch nicht. Wann kriegen wir denn das erste Mal Sachen mit Stats? Ich hätte jetzt mittlerweile erwartet, über Level 10, dass es jetzt zumindest mal Sachen irgendwie mit, keine Ahnung was, ein Agi oder so gibt. Aber wer weiß. Kommt vielleicht noch. Vermutlich. Ich nehme nicht an, dass wir dauerhaft Items ohne Stats bekommen werden. So, lieber Herr Severin. Ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Der kleine Hund kratzt hier an der Tür. Holly, Hund, komm rein. Du kriegst auch ein Leckerli. Setz dich dahin. Feine Maus. Dann machen wir hier die Tür wieder zu. Und gehen zu dem Herrn Severin. So, da ist der Herr Magistrat. Es ist beunruhigend zu hören, dass die Geißel am Bollwerk vorbeischlüpft. Selbst jetzt noch greifen sie uns unaufhörlich an.
Aber wir werden nicht nachgeben. Der Lichtkönig ist tot. Niemand wird je wieder von uns Besitz ergreifen. War das Katar? Die Quests? Kamen die von Katar-Zeiten? Vermutlich, ne? Wenn er sagt, der Lichtkönig ist tot. Oh, verfügbare Quests da oben. Die haben wir übersehen. Die müssen wir natürlich machen. Wenn wir gesagt haben, wir möchten nach Möglichkeit alle Quests machen, dann müssen wir tatsächlich auch versuchen, mal alle Quests zu machen. Und das heißt auch, dass wir da oben uns die Quest holen, die wir noch nicht hatten. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir die übersehen haben oder warum wir die übersehen haben. Es kann auch sein, dass die irgendwie aufgeploppt ist, nachdem wir andere Teile der Quests gemacht haben oder so. So. Ich werde mir irgendwann auch mal ein anderes Pet besorgen als die Spinne. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, welche mir irgendeinen großen Vorteil geben, außer halt irgendwelche Spirit Beasts oder so. Ich bin mir vor allen Dingen auch gar nicht so sicher, warum Nagen zu den Gegnern und Einheiten anzeigen. Ach so, im Kampf. Nee, wer habe ich denn das eingestellt? Namen. Die persönliche Ressourcenanzeige brauche ich auch nicht. Aufblitzen lassen wir Bedrohungsverlust. Feindliche Einheiten, Diener können wir schon anzeigen. Alle Namenspaketten anzeigen. Die Option heißt im Original nicht alle anzeigen, sondern immer anzeigen. So, sehr gespannt, was das da oben für eine Quest ist, die wir noch nicht gemacht haben. Begleiter 2 rufen. Was für ein Zweit? Zweites Tier. Ach so, okay. Da ist ein Kraut, das wird geklaut. So, wo ist denn die Quest? Ist die in diesem Mausoleum oder was das ist? Gruft. Zumindest scheint sie da angezeigt zu werden, aber ich sehe sie noch nicht. Mal gucken. Hier sehe ich sie auch nicht. Dargol, vielleicht gibt es die bei dem. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe halt nirgends einen Questgeber auf der Map, aber trotzdem eine Quest, die ich noch machen kann. Level 15, wir können das erste Talent benutzen. So. Da. Die Spukmühlen. Dungeon freigeschaltet. Ihr spielt ein bisschen Coleman Heller wäre sicher interessiert daran.
Okay, Stufe erreicht. Vielleicht mal gucken, was es hier gibt. Großwildjäger erhöht. Die kritische Trefferchance eurer automatischen Angriffskobra schon platzieren, die bei mehr als um 60% Weg der Kobra. Kobra-Schuss verursacht für jeden mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was davon gut ist. Ich nehme einfach mal das. Aber ich könnte mir mal die restlichen Talente gleich noch angucken. Wäre zumindest mal interessant zu sehen, was es überhaupt noch so gibt. So, was ich aber noch mal ganz kurz gucken wollte, ist, was es noch an anderen Talenten gibt. Alpha-Team, Champion, Boden fügen, allen Gegnern in der Nähe, körperlich, also ein bisschen OE. Alpha-Raserei versetzt euren Begleiter in einen Zustand der Raserei und lässt. Okay. Chimärenschuss. Aber wie funktioniert das? Versetzt euren Begleiter in einen Zustand der Raserei und lässt ihn einen Hagel von 5 Angriffen auf das Ziel ausführen, wobei sein Angriffstempo 8 Sekunden um 30% erhöht wird. Dieser Effekt ist 3-mal stapelbar. Das ersetzt, achso, das ersetzt einfach nur Alpha-Tier. Okay, alles klar. Rückzug befreit von bewegungseinschränkenden Effekten und erhöht das Tempo. Kritische Treffer mit Fähigkeiten haben eine 15%ige Chance, Abklingzeit von Rückzug abzudingsen. Bahnbrecher erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30%, wenn ihr 3 Sekunden lang nicht angreift. Okay, trotzdem interessant zum Questen. Gewährt wilder Ruf. Wilder Ruf ist das hier, ne? Ne, das ist Alpha. Oh Gott, keine Ahnung. Furo, das wird jetzt. Was haben wir denn überhaupt noch für Baseline-Abilities, die wir dazu bekommen werden? Das tut mir leid, ich muss mal ein bisschen nachgucken. Okay, es gibt noch Mehrfachschuss, Zorn des Wildtiers und Aspekt der Wildnis. Das ist aber irgendwie mager. Habe ich irgendwas übersehen? Mehrfachschuss, wilder Ruf, passiv. Wow. Freudentaumel heilt euch um 30% eurer maximalen Gesundheit. Aspekt des Wildtiers. Gewährt euch und eurem Begleiter alle 1 Sekunde Totstellen, Gegenschuss. Okay, das ist der Konter der Falle. Naja, egal. Ich habe gedacht, ich bekäme noch irgendwie ein paar andere Angriffe einfach auch dazu. Aber so viel ist da im Moment zumindest nicht. So, Coleman Heller. Was haben wir denn da? Ist das Dargon? Als er noch am Leben war, war er schon bösartig. Seine Launen hinterließen tiefe Wunden. Seine Klinge sogar noch tiefere. Untot zu werden hat nichts daran geändert. Obwohl es seinem Charakter durchaus gerecht wird. Coleman hält den Schädel hoch und blickt in die leeren Augenhöhlen. Das war ganz sicher Dargon. Ich kann seine Boshaftigkeit in seinen Überresten spüren. Habt meinen Dank, Barlow. Tschüss. Okay, das war einfach nur eine einzelne Quest, die ich da machen konnte. Dann geht's beim nächsten Mal in Richtung Bollwerk. Ich bin aber mal gespannt, was wir hier auf dem Weg... Also Tieresfall ist ja noch einiges. Hier ist das Kloster, okay. Aber ja, mal gucken, was es sonst noch so an Quests gibt in Tieresfall. Und dann melden wir uns beim Hochexekutor. Oh, upsie. Doch Fallschaden bekommen. Und das soll es gewesen sein für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.